Ja, auch nochmal herzlich willkommen von mir. Mein Lehrstuhl, das hat sich vielleicht jetzt der ein oder andere schon jetzt mal gefragt, er heißt Pervasive Computing Systems und denkt vielleicht der eine oder andere, was ist das für ein unanständiger Lehrstuhl? Ja. Das kommt von pervadere, alles durchdringen und wird synonym eigentlich zu dem Begriff Ubiquitous Computing, der jetzt auch nicht jedem was sagt, gehandelt, ubiquitär für überall. Und darum geht es in der Forschung. Wir beschäftigen uns schon sehr lange mit der Möglichkeit, Computersysteme in den Alltag zu bringen. Und zwar schon zu Zeiten, wo sie noch kein Handy hatten und kein Smartphone. Ja. Sind da jetzt auch bei all den neuen Begriffen, Cyber-Physical Systems, Smart, setzen Sie was dahinter, egal was, ja. Ambient, sonst wie, eigentlich immer auch beteiligt. Und eben auch bei folgenden Entwicklungen, und das eine der folgenden Entwicklungen ist einfach die Industrie 4.0, und die will ich Ihnen ein bisschen vorstellen hier. Und weil ich Ingenieur bin, wird es weniger musikalisch, sondern hier und da auch eher mal technisch werden. Ich versuche es aber so zu erklären, dass es dann auch allgemein verständlich ist. Es geht nämlich im Großen und Ganzen um eine größere Bewegung. Ja? Deshalb auch diese vielen Begriffe. Ja? Einige von Ihnen haben daheim schon ein Smart TV und natürlich einen Medienserver und was man heutzutage halt alles braucht zum Überleben. Ja? Und selbstverständlich Ihr Smartphone. Und das sind Artefakte, übrigens alle aus diesem Forschungsbereich entstanden. Ja, Ihr Smartphone zum Beispiel, ja, das kann ja mobil ins Internet gehen. Können Sie mal nachgoogeln, wer das erfunden hat. Das war nämlich hier im KIT. Ja, und auch die Sensoren für Ihr Telefon, das ist eine Entwicklung aus dem KIT. Also Sie sehen, Sie sind hier an der richtigen Adresse für dieses Thema. Es geht also darum, überall haben wir Computersysteme, die können etwas für uns tun und sie sind überall drin und alles, ja, worauf Sie sitzen, jede Schraube Ihrer Uhr selbst, selbstverständlich, ja, Ihre Kleidung, alles ist potenziell gefährdet davon, ein Computer zu werden. Ja. Das mag manchmal mag da der Nutzen noch in der weiten Ferne sein, aber manchmal ist der Nutzen auch nahe und hier ist so ein Nutzen, eine Schraube, ja, wo man sagen wird, wieso soll die jetzt ein Computer sein, wo ein Sensor drin ist und die kommunizieren kann. Die Antwort finden Sie in dieser kleinen Grafik hier oben. Die zeigt Ihnen nämlich eine Anomalie auf in der Maschine, in der sie drin steckt. Und basierend auf der Erkennung dieser Anomalie sind wir in der Lage, sehr genau vorherzusagen, wie lange es diese Maschine sozusagen noch macht und wann wir anfangen müssen, diese Maschine zu warten und was genau an dieser Maschine gewartet werden muss, damit diese Maschine weiterlaufen kann. Und das gilt selbstverständlich nicht nur für die Maschinen in einem Maschinenfuhrpark in der Industrie, sondern selbstverständlich auch für das, was Sie daheim haben. Ja? Man kann damit auch Dinge wieder tun, ja, die im 21. Jahrhundert scheinbar fast schon unanständig sind. Man kann Dinge wieder reparieren, ja, und nicht nur wegschmeißen und dann was Neues kaufen. Und das sind also eine Hilfstechnologie, die einen Ursprung hat, einen historischen Ursprung. Und das ist der Ursprung von Ubiquitous Computing. Der geht zurück auf Mike Weiser, der war Chef von Xerox PAIC, eines der besten Research Labs dieser Welt, war es zumindest mal. Die haben die Grundlagen, viele informatische Grundlagen, auch zum Beispiel Ethernet und so weiter, ja, kommt alles von dort. Ja. Der hatte 1999 einen Artikel publiziert, 91 einen Artikel publiziert, allerdings schon vorher die Grundlagen gelegt für Ubiquitous Computing. Das heißt also, dass wir Rechnersysteme haben, die nicht so wie jetzt der PC manchmal noch vor Ihnen steht und auf den Sie sich konzentrieren müssen, sondern dass wir Computersysteme bekommen werden, die integriert sind in unsere Umgebung und wir damit
mit denen arbeiten können, wie wir heutzutage mit einem Werkzeug arbeiten. Wo wir uns keine Gedanken machen, ob das Ding bootet oder pflegen, ja, damit es auch immer schön die richtige Performance hat und all die Dinge, die wir damit machen müssen, sondern das einfach nur seine Aufgabe erfüllt. Ja, wenn Sie etwas fotografieren, dann ist es heutzutage ja auch ein Computer und da wollen Sie trotzdem nur auf den Auslöser drücken, dann erwarten Sie, dass da ein Bild irgendwo ist. Ja? Diese Idee hat er formuliert und damit ist er eigentlich der Vater von all diesen netten Appliances, die wir haben. Es gibt noch eine zweite Person, die ich in diesem Zusammenhang erwähnen möchte. Das ist Kevin Ashton vom MIT, der eine Bewegung, kann man so sagen, und ein Lab gegründet hat, das Audio-ID Lab, bei dem es darum geht, dass man Gegenstände mit RFID-Tags ausstattet und diese Informationen dann in strukturierter Weise, und das ist das Besondere, in standardisierter Weise zusammenführt. Und er hatte diese Zeichnung dabei aufgestellt. Sie sehen, wir haben eine Realität, ja, und wir haben ein Abbild der Realität in der Informationswelt, in der wir uns ab und zu ja auch bewegen. Und dieses Abbild, das ist durchaus verschieden. Ja. War es zumindest mal. Dann haben wir eingeführt einen Barcode, zum Beispiel, das ist ein 3D-Barcode, das ist schon was Moderneres, ein QR-Code. Die uns ermöglichen, schneller sozusagen mitzubekommen, was in der Realität passiert. Dann haben wir Geräte geschaffen, wie eben Smartphone, das ist das erste im Übrigen, das uns die Möglichkeit gibt, an jedem Platz sozusagen in diese Informationswelt reinzuschauen. Geräte geschaffen, die das auch noch unterstützen, dass wir das kontextsensitiv machen. Ja, also denken Sie an Ihre Map-Anwendungen und denken Sie an die Nettigkeit, dass wenn Sie das Telefon drehen, dass das dann richtig angezeigt wird, etc. Dann haben wir Technologien geschaffen, die wir einbauen, die aber vollständige Computersysteme sind, sozusagen, damit wir das machen können, was man mit der Schraube gesehen hat. Und jetzt schaffen wir gerade Computersysteme, die wir drucken können. Und zwar in zunächst Inkjet-Prozessen, sodass wir quasi wie Ihr Inkjet-Drucker, ja, der druckt dann einfach eine Schaltung aus. Und da ist man auch dran, natürlich Verfahren und Chemikalien oder eben organisch basierte Mittel zu entwickeln, die auch bestimmte Eigenschaften haben, zum Beispiel, dass sie nach 10 Jahren einfach verrotten. Ja. Und das wird es ermöglichen, dass wir sehr feingranular in der Welt mitbekommen, was los ist, um einen bestimmten Effekt zu haben. Und der Effekt, den ich hier zeigen will, ist insbesondere der von Industrie 4.0. Ein weiterer Begriff, der ab und zu rumgeistert, den ich hier in diesem Zusammenhang erwähnen möchte, der in diesem Zusammenhang auch sehr wichtig ist und der eine Verbindung vielleicht zu Dingen herstellt, die Sie schon in der Zeitung gelesen haben, ist hier der Begriff Big Data. Dadurch entstehen natürlich sehr große Datenmengen. Um diese Datenmengen noch irgendwas Sinnvolles abzugewinnen, brauchen Sie neuartige Analysemethoden. Und das ist ein wichtiger Kernteil von dem, was als Big Data in Diskussion ist. Damit kann man natürlich Sie überwachen, wenn Sie freigebig sind mit Ihren Sozialdaten. Ja. Aber damit kann man eben auch die Milchpackung gut überwachen und dafür sorgen, dass zum Beispiel wesentlich weniger Nahrungsmittel auf dem Weg verrotten, als das heutzutage passiert. Ja. Gut, wir verändern dadurch unser Bild der Welt. Das ist klar, nicht? Wir können jetzt öfters irgendwo hinschauen und dann wird es einfach genauer. Na, das sieht man hier. Ja, wir haben einen GPS-Empfänger, wie er auch in Ihrem Mobiltelefon drin ist, der Ihnen sagt, wo Sie sind. Nicht? Und wenn wir das öfters samplen, dann wird einfach die Genauigkeit besser. Aber es passiert noch mehr. Das ist ja jetzt so eine technische Sache. Nicht? Also hier ist eine andere interessante Grafik. Was Sie hier sehen, sind die Auflösungen, die ein Wettersatellit von der Erde macht. Und Sie sehen,
Der ist hier in diesem Fall sehr ungenau und wird dann immer genauer über die Zeit. Die Zeitachse ist allerdings hier nicht eingetragen. Was Sie aber auch sehen auf der Y-Achse ist die Anzahl der Wolkentage. Und Sie sehen, dass je genauer wir geworden sind bei der Auflösung dieser Bilder, desto sonniger wurde es uns. Ja? Das heißt also, bessere Daten, mehr Daten, bessere Laune. Ja? Könnte man diese Grafik auch zusammenfassen. Sie haben auch einen substanziellen Effekt offensichtlich über das Bild, was wir von der Wirklichkeit haben, die natürlich auch mal eine emotionale Übersetzung haben kann. Ganz kurz möchte ich erwähnen, ja, weil wir da so ein bisschen stolz darauf sind, dass in diesem Zusammenhang gilt es natürlich, viele Daten zu analysieren in verschiedenen Anwendungsbereichen. Wetter ist eines. Sie wissen, bei uns laufen auf die Daten der großen Physikexperimente, vom CERN zum Beispiel zusammen und so weiter. Das bedeutet eben sehr große Datenmengen. Das sind auch sehr viele Sensoren, sehr ähnlich zu dem. Und wir haben das Smart Data Innovation Lab sozusagen für Karlsruhe gewonnen. Das ist ein bundesdeutsches Zentrum für die Analyse solcher Daten. Und da sind wir schon ein bisschen stolz drauf. Und eine der Anwendungsbereiche, die rausgesucht worden sind, ist Industrie. Bei anderen geht es um Medizin, dann geht es um Smart Cities. Ein weiteres sind die Energienetze der Zukunft, die wir da analysieren. Sie merken schon von der Thematik, wir halten uns von all diesen Dingen fern, wo es darum geht, irgendwelche persönlichen Daten von irgendjemand zu holen, weil A, wollen wir keine schlechte Presse und B, ist es nicht unsere Zentralkompetenz. Dieses Smart Data Innovation Lab wird hier installiert und wird dazu führen, dass wir hier sehr schnell sehr viel Wissen in diesem Bereich aufbauen können, was uns für die Industrie 4.0, die ich jetzt vorstellen möchte und den Bogen dann spannen möchte, helfen wird. Was ist die Idee hinter Industrie 4.0? Es klang schon an. Wir haben mehrere Stufen der industriellen Revolution, ja, von der Mechanik zum Fließband und dann zu den speicherprogrammierbaren Steuerungen, die zum Teil zentral gesteuert werden, zum Teil aber auch autonom arbeiten und das immer noch tun, mehr und mehr vernetzt werden und damit zugreifbar werden, wenn sie komplett vernetzt sind, über das Internet. Und was dann passiert, ist eben dann diese vierte industrielle Revolution, wenn wir eine sehr feingranulare Überblick über die Prozesse in einer industriellen Prozesse haben und wenn wir die dann auch entsprechend per Internet-Technologie steuern können. Was wir dann bekommen, ist ein Szenario, wie Sie das hier sehen, das von der Arbeitsgruppe gemacht worden ist, die diesen Begriff Industrie 4.0 überhaupt geprägt hat. Das ist ein deutscher Begriff, ja, obwohl es die Revolution auch ohne Begriff geben wird. Wie das so ist mit den Revolutionen, wo Sie sehen, Sie haben sehr viele Komponenten, die da miteinander interagieren und hier sehen Sie jeweils Möglichkeiten, dass wir eingreifen bzw. Informationen abgreifen. Das ist natürlich an der Maschine so, nicht? Das ist Ihnen natürlich klar. Sie können auch die Umgebung überwachen, das ist auch wichtig, das macht man eigentlich heute schon, ja, es gibt ja eine Raumsteuerung und so weiter. Ja, das muss eben auch überwacht werden, aber das ist dann integriert und kann miteinander kommunizieren über standardisierte Protokolle. Sie sehen hier aber auch, dass wir auch Produkte haben, die eben selbst sozusagen Computersysteme sind mit Sensorik, die dann mit der Maschine interagieren, um sich zum Beispiel bauen zu lassen, irgendwo einbauen zu lassen. Und da bestehen natürlich große Potenziale hinsichtlich Präzision, hinsichtlich der Logistik, die man dadurch erreichen kann, hinsichtlich der Erkennung von Fehlerfällen, ja, die bisher nicht möglich waren. Sie können zum Beispiel am Produkt natürlich viel besser Kräfte messen,
ja, wenn Sie etwas präzise einbauen wollen, als Sie das über den Greifer an der Maschine machen können. Ja. Und wir haben die Sensoren aber auch am Menschen, ja, da komme ich nachher drauf zu sprechen, den wir jetzt nicht überwachen wollen, aber den wir sozusagen unterstützen wollen. Und im Übrigen sind die eh schon vernetzt, weil auch natürlich alle Arbeiter in der Fabrik, die haben alle ihr Mobiltelefon dabei, ja, und auch entsprechende Betriebsanwendungen natürlich dabei. Ja, also zum Beispiel das betriebliche Vorschlagwesen geht zum großen Teil heutzutage über Apps, ja, dass sie dann schnell ein Foto machen und dann was dazu schreiben, was man verbessern kann, ja, etc. Das ist also schon im Gange, sage ich mal. Und was wir nicht vergessen sollten bei dem Ganzen ist, dass wir damit erhöhte Flexibilität erreichen, weil wir ein sehr genaues Feedback von den Prozessen bekommen, die der Industrie dann vor sich gehen oder in der Logistik, die natürlich auch zur Industrie gehört, als wir das bisher haben. So, die Frage ist nun, was ist neu? Jetzt könnte man sagen, das ist eine Fortentwicklung eigentlich aus der Industrie 3. Ja, mit dem speicherprogrammierbaren Steuern wird es halt ein bisschen mehr und mit Sensoren und vernetzter oder standardisierter vernetzter. Das ist ja nichts Neues. Hat man alle schon mal ausprobiert. Ja, da stehen die Stichworte, will ich gar nicht erklären. Ja, auch weitreichende Ideen wie Batch Size 1, also Losgröße 1, sie haben also Kunden, die sagen, ich will ein Produkt, das soll eine Mikrowelle sein, aber die soll spezielle Features haben und genau diese Konfiguration, die will ich haben. Und nur die, ja, auch das gibt es schon. Ja, das wurde schon ausprobiert, allerdings so erfolgreich, sage ich mal. Es ist noch nicht so richtig effizient. Jetzt mit Industrie 4.0 geht es natürlich viel besser, aber das ist jetzt auch schon Standardtechnik. Das ist ein Replicator. Sie haben vielleicht gesehen, am Anfang der Fußgängerzone gibt es einen Laden, da können Sie reingehen, da können Sie sich irgendwas aus Plastik drucken lassen. Ja. Gibt natürlich noch bessere Verfahren, ja, als der Replicator. Der ist so billig, den können Sie sich fast schon selber kaufen. Der kostet 700. Ja. Und dann können Sie sich so ein dreidimensionales Plastik ausdrucken. Und wenn Sie dann mal irgendein Plastikersatzteil haben, was nicht mehr lieferbar ist, dann drucken Sie sich halt selber aus. Ja. Man kann sich viel mehr denken, aber im Prinzip die Technologie ist einfach schon da. Ne? Frage ist, was ist wirklich neu? Und da gibt es etwas, was tatsächlich einen Unterschied macht. Und zwar der Unterschied ist, ob das, was Sie betrachten, ob das Objekt, die Maschine oder das Produkt, ob Sie das als mechanisches Teil sehen, oder ob Sie das als Computer sehen. Und was wir natürlich haben, ist ein Trend, getrieben durch zwei Gesetze, die ich gleich auflegen werde, dass wir bei immer mehr Objekten unseres Alltags oder in der Industrie diese 50%-Schwelle übersteigen, dass also mehr als 50% des Wertes eines Objektes die Informatik ist. Und dadurch ändern sich die Spielregeln. Ja? Denn plötzlich müssen Sie nämlich softwaregetrieben entwickeln und eben nicht mehr mechanisch entwickeln. Ja? Deutschland war jetzt nicht immer ganz erfolgreich bei diesem Prozess. Nicht? Denn in Deutschland haben wir ja zum Industrien komplett verloren, ja, im Consumer-Bereich und so weiter. Und das müssen wir natürlich in der Industrie und allen Umständen verhindern. Das ist eine Motivation, die wir eben bei dieser Industrie 4.0 hatten. Es gibt zwei Gesetze dahinter, die entscheidend sind. Das eine Gesetz liegt jetzt hier auf, das ist Bob Metcalfe und das Metcalfe's Law. Metcalfe's Law sagt, dass der Wert eines Objektes, wenn es vernetzt ist, im Quadrat mit der Anzahl der Mitglieder wächst. Da gibt es noch Korrekturmöglichkeiten, je nachdem, ob man der Wert aller Mitglieder gleichwertig sieht oder nicht. Aber das ist ein Potenzialtreiber, nicht? Dadurch, wenn jetzt einer auf die Idee kommt, oh, ich vernetze was,
steigt der Wert. Ja? Und das ist etwas, was natürlich viele heben wollen. Deshalb gibt es da eine Bewegung, tatsächlich auch so viel scheinbar unsinnig mit Computern auszustatten. Es gibt ein zweites Gesetz, das ist auch ein Potenzial natürlich, weil jetzt ein Maschinenbauer, der das kann und gut kann, der kann natürlich seine Maschinen dadurch im Wert steigern. Ganz einfach. Das ist das, was jetzt derzeit tatsächlich die deutsche Industrie versucht. Ja, er versucht, ihre Maschinen ins Internet zu bekommen und dann zusätzliche Dienstleistungen anzubieten und andere Dinge zu machen, wie zum Beispiel dafür zu sorgen, dass das IP nicht mehr auf der Maschine ist, sondern in der Cloud, und zwar in der deutschen, bleibt, ja, während sie ihre Maschine ausgeliefert haben. Und damit lässt sich die nicht mehr so leicht kopieren und klauen. Ja. Das ist also auch schon ein Vorteil jetzt für Deutschland. So, das zweite Gesetz ist Moore's Law, das kennen Sie wahrscheinlich. Die Anzahl der Transistoren auf gleicher Fläche verdoppelt sich alle 18 Monate. Das heißt, der Preis für die gleiche Rechenleistung sinkt um die Hälfte alle 18 Monate, je nachdem, wie rum Sie das sehen wollen. Ja. Das heißt, aber das Potenzial für die gleiche Hardware Funktionalität zu schreiben, sozusagen verdoppelt sich auch alle 18 Monate. Ja, Sie haben alle 18 Monate die Chance, eine neue Software-Release für einen doppelt so tollen Computer zu bauen. Ja, und es wird Firmen geben, die schaffen das, und es wird Firmen geben, die werden da zu langsam sein. Und das ist ein fundamentales Problem, was wir hier in der Industrie 4.0 jenseits all der Potenziale haben. Schauen wir uns mal die Potenziale kurz an und ein paar Möglichkeiten, die wir da finden. Ich habe die in drei Kategorien unterteilt, die da wichtig sind. Das eine ist die Vernetzung und die Dienste, die darauf laufen. Ja, das Internet of Things and Services und auch ein kleines Beispiel mitgebracht. Dann ein zweites Potenzial, was wir haben, durch Vernetzung, aber auch durch die höhere Rechenleistung, sind wir in der Lage, Dinge zu erkennen. Ja, wir werden smarter, deshalb heißt ja ihr TV jetzt nicht mehr TV, sondern Smart TV. Ja, weil das kann jetzt plötzlich irgendwas Neues, zum Beispiel ihre Daten ihrem Hersteller übermitteln. Auch ein paar sinnvolle Dinge natürlich. Ja. Da entsteht ebenfalls Potenzial, und wir haben auch ein Potenzial sozusagen auf der Seite des Menschen, und das will ich so ein bisschen zeigen. Ein kleines Beispiel von uns, ja, wo ich dann auch die Bildrechte habe, sie zu zeigen, hier zu Anfang. Das ist ein Bild aus einem Chemielager von BP in Hall. Das versorgt die Nordsee mit Chemikalien, also die Ölplattformen dort mit Chemikalien. Vielleicht auch die Nordsee, ja. Irgendwo landet das Zeug, ja. Aber das will ich jetzt nicht vertiefen hier. Gut. Und das ist natürlich alles hochgefährlich, was da passiert. Nicht? Sie haben unglaublich viele Chemikalien, die sehr vielen Regeln unterliegen. Ja, Sie haben die blauen, die grünen, die sonst was Container. Da ist immer was Verschiedenes drin. Es gibt sehr großen Regelsatz, was wie nahe bei einem anderen Chemikalie gelagert werden darf. Die Stapelhöhe, die maximale Geschwindigkeit für den Gabelstapler bei bestimmten Chemikalien und so weiter. Die Arbeiter werden selbstverständlich geschult, und dann gibt es natürlich aber auch noch die Praxis, sag ich mal, ja, wo die Arbeiter vielleicht nicht ganz genau dieser Schulung mehr entsprechen, und das erzeugt Unfälle. Ja, BP hatte, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, dort mal sehr viele Unfälle und wollte das senken, ja, diese Unfallrate. Und was macht man jetzt? Was wir gemacht haben, ist, wir haben Sensoren, die vernetzt sind, angebracht an diese Chemiecontainer, und dadurch nicht nur ein logistisches Problem, das sozusagen Abfallprodukt, ja, in den Griff bekommen, sondern wir haben dadurch auch die Möglichkeit gehabt, immer zu überprüfen, ob das aktuelle Setting und die Behandlung normgerecht funktioniert. Und dann entsprechend natürlich Warnungen ausgegeben, falls das nicht der Fall war. Und dadurch lässt sich natürlich
wenn jedes Mal, das System war ziemlich sicher, ja, also bei den Chemiecontainern, die von uns ausgestattet worden sind, ist dann jedenfalls kein Unfall passiert. Dazu braucht man ein bisschen Vernetzung, ja, das habe ich ja gesagt, das Potenzial liegt in der Vernetzung und diese Vernetzung findet nicht nur zwischen den Dingen hier unten statt, obwohl die auch sehr wichtig ist, die kommunizieren zum großen Teil nur zueinander, kennen aber die Regeln, ja, sondern das Potenzial erschließt sich erst richtig, wenn man auch noch mit den Systemen, hier ist so ein SAP-System, ja, das die ganzen Prozesse normalerweise im Griff hat, steuert, informationstechnisch steuert, abgebildet. Wenn man das dann mit vernetzt, ne, dann braucht man so ein IoT-Netzwerk und weil diese Dinge alle sehr verschieden sind, braucht man dazwischen auch nochmal noch eine weitere technische Schicht, die hier mit Middleware und Transcoder bezeichnet ist. Das ist das eine, was man also braucht, ja, damit man wirklich einen richtigen Nutzen hat. Der zweite Nutzen ist, man braucht eine Schnittstelle zum Menschen, den man da oben sieht. Denn der Mensch ist zum Schluss derjenige, die Sicherheitsexperten von BP sind diejenigen, die die Regeln festlegen. Und falls dann doch nochmal was schiefgehen sollte, also was nicht richtig funktioniert hat, das analysieren müssen und neue Regeln festlegen müssen, die dann hier unten befolgt werden. Ja? Und das ist das Zweite, was man da braucht für so ein System. Im Zentrum stehen diese kleinen Sensorknoten. Frau Zitterbart hatte schon darüber geredet. Sie sehen hier, wer gute Augen hat, sieht das in unsere Sensorknoten, die wir dann entsprechend ummodifizieren, um sie in der entsprechenden Umgebung, industriellen Umgebung dann einsetzen zu können. Das sind also wirklich so klein und Sie sehen, das Ding ist so groß gewesen. Ja, das liegt daran, dass es einer gewissen Schutzklasse entsprechen muss. Also das Packaging hat mehr Arbeit gekostet wie die Technologie. Das hier? 3 Jahre. Und ein nicht unerheblicher Teil war natürlich tatsächlich Packaging und Sicherheit und all diese Dinge. Das macht das Umfeld ein bisschen träger, nicht? Das gesamte Industrieumfeld ist ein bisschen träger als zum Beispiel das Consumer-Produkte-Umfeld, also das, was Sie so kaufen. Und das wiegt sozusagen die deutsche Industrie derzeit noch ein bisschen in Sicherheit, dass man vielleicht sich doch nicht so sehr auf die Industrie 4.0 einlassen muss. Ja? Das halte ich für gefährlich. Nicht? Also bloß weil es ein bisschen langsamer geht, heißt das nicht, dass es nie kommt. Ja? Okay, was kann man noch machen? Ja? Wir wollen ja tolle Produkte haben und kaufen und die sollen möglichst preiswert hergestellt sein, möglichst umweltgerecht hergestellt sein und das muss man irgendwie bewerkstelligen. Heutzutage macht man das so, man hat Planungswerkzeuge, wie sie hier, das ist das digitale Fabrikwerkzeug von Siemens dargestellt sind, wo man das genau spezifiziert und das wird dann hier vorne ausgeführt, aber man hat jetzt keine echte Verbindung zwischen den beiden, weil diese Sensoren derzeit noch gar nicht existieren. Und was man mit Industrie 4.0 macht, ist, dass man genau diese Brücke schafft. Man implementiert die Sensoren hier. Man hat dann die Möglichkeit, basierend auf den Daten in Realzeit oder bei komplexen Sachen, natürlich dauert es ein bisschen länger, aber vieles in Realzeit zu beobachten und dann sofort in der digitalen Fabrik sozusagen das nachzuvollziehen, das Modell, das vielleicht dann auch ein bisschen fehlerhaft ist, also nicht so umgesetzt ist, wie man das geplant hat, dann zu korrigieren, um korrigierend dann hier wieder einzugreifen und dann ein verbessertes System zu haben. Und dieser Zyklus, ja, der ist ein Kernpunkt von Industrie 4.0, dass wir in sehr kleinen Zyklen Verbesserungen in einem industriellen Umfeld durchführen können. Heutzutage wird natürlich auch verbessert, nicht? Und zwar zwischen Weihnachten und Neujahr meistens.
weil das ist die einzige Zeit, wo ihre Fabrik steht. Ja? Und sie sammeln also alles wirklich Wichtige und machen das da an diesem Zeitpunkt. Ja? Und das ist etwas, was man in der recht schnelllebigen Zeit, wo auch die Konkurrenz immer mehr drückt, ja, sich eigentlich gar nicht mehr leisten kann. Sondern man muss kleine Verbesserungen, von denen man wahrscheinlich vorberechnen kann, was sie bedeuten, ständig durchführen sozusagen, um dann den Effekt wieder zu messen und dann wieder nachregulieren zu können. Und darum geht es bei dieser Industrie 4.0. Dazu braucht man ein bisschen Intelligenz, und zum Thema Intelligenz habe ich Ihnen jetzt nicht aus der Industrie, aber aus einem anderen Bereich, gleiche Algorithmen, einen kleinen Film mitgebracht, der Ihnen zeigt, was auch heutzutage schon ein bisschen smartere Systeme sozusagen selber können oder wie sie uns helfen können, vielmehr. Das ist eigentlich nur Hintergrundmusik.
Okay, ich spreche es mal hier ab. Also, es geht darum, wir haben also Wissen, das wir generieren, zum Beispiel mit Hilfe von Experten, und das wir dann transferieren, um auf der anderen Seite etwas besser zu machen. Es geht also nicht nur darum, dass wir sozusagen selbst generiert Wissen immer weiter verfeinern, sondern dass wir eben auch hier den Menschen immer in der Loop haben. Und mit solchen Systemen kann man dann zum Beispiel auch Expertensysteme schaffen, die es helfen, weltweit recht selten vorkommende Maschinen, da die entsprechenden Wartungsmitarbeiter zum Beispiel zu vernetzen. Ja? Mit ähnlichen Algorithmen, allerdings mit völlig anderen Sensoren. Gut, was wird sonst noch passieren? Ein wichtiger Teil, eine wichtige Teilkomponente ganz offensichtlich, sind die Sensoren. Und hier steht uns auch eine gewisse Revolution bevor, die natürlich Auswirkungen auf Industrie 4.0 hat. Die Sensoren werden nämlich recht schnell preiswerter. Das hat was damit zu tun, dass die Sensoren mikromechanisch produzierbar sind und damit einem recht preiswerten Prozess unterliegen. Das hat aber auch was damit zu tun, dass wir inzwischen durch Analysemethoden, also das Stichwort Big Data kommt da wieder, in der Lage sind, sozusagen existierende Sensoren so umzufunktionieren, dass sie was völlig anderes machen. Und das ist hier ein schönes Beispiel dafür. Das ist ein kleiner Aufsatz, wie Sie sehen, für ein Smartphone. Und dieser kleine Aufsatz für ein Smartphone, der misst Feinstaub. Und zwar mit Hilfe Ihrer Kamera, die Sie in Ihrem Smartphone drin haben. Und wir sind jetzt keine Optiker, was notwendig ist eigentlich, um die Kammer genau zu bestimmen, was wir nicht können. Oder sagen wir mal, wir behelfen uns mit Wikipedia-Wissen, ja, so wie jeder heutzutage. Das ist aber nicht notwendig. Nicht? Wir haben dieses Grundprinzip, das wir verstanden haben. Wir haben einen kleinen Sensor, den haben wir übrigens 3D gedruckt, ja. Weil das die schnellste Methode ist, eine kleine Kammer gedruckt, Sensoren rein, dann große Datenanalysen gemacht und dann damit einen Sensor gebaut, der sozusagen basierend auf dem durch die Analyse festgestellten Parametern, die dann in das KI-Modell geflossen sind, basiert, der ähnlich ist wie ein Sensor, den Sie zweimal hier in Karlsruhe finden. Ja? Also Sie wissen, die Stadt Karlsruhe betreibt, also die Landesumweltüberwachung Baden-Württemberg betreibt in Karlsruhe zwei Messstationen. Kostenpunkt für diesen Sensor übrigens 250.000. Ja? Der Sensor, das können Sie sich vorstellen, der kostet bloß ein paar Cent. Ja. Und Sie sehen hier ähnliche Genauigkeiten. Und das Gleiche kann man mit ganz vielen Sensorprinzipien eigentlich machen heutzutage. Ja, das ist einfach eine Methodik, die sich jetzt gerade entwickelt, das sind natürlich nicht nur wir, die es uns erlauben wird, Dinge zu messen, die vorher für uns sehr schwierig oder nur sehr teuer messbar waren. Ja. Das wird uns sozusagen weitertreiben. So, kommen wir ein bisschen zu Menschen, ganz zum Schluss meines Vortrages. Was Sie hier sehen, ist auch eine Produktionsumgebung, allerdings eine, die im Übrigen nachgerüstet worden ist. Das Stichwort heißt für die Industrie hier Retrofitting. Und es gibt Unternehmen, die verdienen derzeit mehr mit Retrofitting, also Nachrüsten ihrer alten Maschinen mit neuer Elektronik und Software, als mit ihren neuen Maschinen. Ja? Denn wieso soll man die Mechanik wegwerfen, wenn sie noch tut, ja? Solange sie noch präzise genug ist. Und was Sie hier sehen, ist ein System, was es Ihnen erlaubt, auf recht einfache Weise dann die inneren Werte sozusagen dieser Maschine sich anzuschauen durch ein sogenanntes Augmented Reality Interface, also Schnittstelle, hier über Ihren Tablet, was bevorzugt wird, den Glasses, die Sie vielleicht auch schon mal in den Medien gesehen haben, in der Praxis. Und wir bekommen damit völlig neue Schnittstellen, weil jetzt kann ein Ingenieur oder ein Arbeiter einfach an dem Platz, an dem er ist, die ist Information raumbezogen abgreifen.
Und das ist eine völlig andere Art, wie Sie interagieren, ja, als wenn Sie das erst in eine abstrakte Form übersetzen müssen und dann erst bedienen können. Ja. Hier haben Sie eine wesentlich geringere Fehlerrate und sind auch wesentlich schneller. Damit kann man noch ein bisschen mehr spielen und was ich Ihnen mitgebracht habe, ist aus der Mensch-Maschine-Interaktion Grundlesung eine Folie. Das ist die Kompan-Maltby-Kurve und die Kompan-Maltby-Kurve sagt, Sie haben eine Umwelt, zum Beispiel eine Schnittstelle zu Ihrem Computer oder Ihrem Mobiltelefon, ja, die hat eine bestimmte Komplexität. Ja, wobei die Komplexität bezieht sich eigentlich auf die Schnittstelle, die Sie sich konzentrieren und die Umwelt. Und Sie sehen, hier ist die Benutzbarkeit aufgezeichnet auf der Y-Achse. Und Sie sehen auch, ja, Sie haben so einen Bereich geringer Benutzbarkeit, ja, wo die Komplexität zu niedrig ist für Sie, wo Sie also sich langweilen, so gut Deutsch, ja. Und Sie haben hier einen Bereich der Komplexität, der zu hoch ist für das Problem, wo Sie dann überfordert sind. Ja? Und das ist der Punkt der optimalen Komplexität, das ist auch der Punkt der optimalen Produktivität von Ihnen und schönerweise auch noch der optimale Punkt, wo es Ihnen am meisten Spaß macht. Ja? Und das ist der Punkt, wo Sie eigentlich hinwollen. Das versuchen Sie selbst, ja unbewusst natürlich, immer wieder zu erreichen. Genau diesen Punkt. Ja? Und die Frage ist, ob das nicht gut ist, das ab und zu, sagen wir mal, zu unterstützen, dass das passiert. Das wird schon eingesetzt, das ist nicht neu, ja, hier und da in Lernunterstützungssystemen, wo das sehr wichtig ist, damit Sie sozusagen bei der Stange bleiben und sich das optimal merken können, was Ihnen vorgesetzt wird als Information. Und das würden wir gerne auch in die Industrie übertragen und hier ein kleines Beispiel dafür. Sie sehen eine moderne Produktion von Motoren und in dieser modernen Produktion laufen Sie sozusagen eine Strecke mit dem Band mit als Arbeiter und führen einen komplexeren heutzutage Produktionsschritt aus, der allerdings in einer bestimmten Zeit durchgeführt sein muss. Ja? Den dürfen Sie nicht überschreiten und wenn Sie den Punkt überschreiten würden, dann würde das gesamte Band stoppen. Ja? Dann ist die ganze Produktion liegt dann lahm. Ja? Damit das nicht passiert, haben Sie einen roten Knopf. Den drücken Sie, wenn Sie das Gefühl haben, das wird nichts. Ja? Sie kriegen das nicht hin. Ja? Den könnten Sie natürlich immer drücken, das machen Sie nicht. Ja? Schon Ihr eigener Ehrgeiz steht dem entgegen. Sondern Sie drücken den natürlich nur, wenn es wirklich notwendig ist. Das Problem ist, Sie treffen die Entscheidung eigentlich unter einem hohen Stress und eventuell zu einem zu hohen Stress. Ja? Und wenn der Stress zu hoch ist, sodass die Entscheidung unsicher ist, ja, der Schaden aber dadurch, dass das Band steht, vielleicht zu groß ist, dann wäre es cleverer, wenn der Knopf sozusagen automatisch gedrückt wird oder wenn Sie zumindest eine Meldung bekommen, dass Sie sich doch noch überlegen sollten, mal den roten Knopf zu drücken. Und das ist das, was wir hier machen. Wir haben hier zwei Möglichkeiten, sozusagen Ihren Stress zu messen. Das eine ist über Ihren Hautleitindex. Das können Sie, das ist etwas, was Sie tragen können, wie eine Uhr. Inzwischen gibt es auch tatsächlich die ein oder andere Smartwatch, ja, die natürlich auch noch für Quantified Self und so dient, wer das hier macht, ja, die das auch messen kann, so lala. Ein besseres Korrelat ist allerdings, wenn wir in das Auge reinschauen oder genauer gesagt, wenn wir Ihre Blinzelfrequenz messen können, denn Ihr Auge liegt zwischen dem bewussten und unbewussten, Nerven zum Auge liegen zwischen dem bewussten und unbewussten Teil Ihres Gehirns. Ja? Und da können Sie sich gar nicht wehren. Ja? Ihre Blinzelfrequenz ist natürlich abhängig von der Luftfeuchtigkeit, das ist klar, aber jenseits von dem ist es abhängig von Ihrem Stresslevel. Und das lässt sich sehr gut messen und damit kann man dann eine Steuerung erreichen. So, und das war's. Zu dem Thema Industrie 4.0. Ich hoffe, ich habe Ihnen so ein bisschen einen Überblick über ein durchaus facettenreiches, nicht nur um die Produktion selbst rankendes, sondern auch um die Menschen darunter, um das Produkt und so weiter rankendes Thema geben können.
Und freue mich, wenn es noch ein paar Fragen gibt.